Ja, hallo, Lieben, hier ist das ja schon mal Patrick Rapport, Beziehungscoach, Diplompsychologe und so weiter und so fort. Und ja, wir haben mal wieder einen unserer sehr seltenen Codes für unsere Kurse. Spring 22 heißt der, einfach zusammengeschrieben, großgeschrieben, schreibe ich nochmal in die Videobeschreibung unten rein, beziehungsweise wahrscheinlich steht es dann auch im Titel. Gilt bis Sonntagabend, also was ist das so bummelig, 7., 8. Mai. Und ja, für Einsteiger sicherlich eine coole Sache, könnt ihr mit dem Hauptprogramm anfangen, gilt auch für Pakete, für die aktuellen Kurse oder wenn du dein Kursprogramm vervollständigen willst, nutze es. Und dann haben wir heute mal wieder eine Dating-Analyse und ich kann das vielleicht nochmal erklären, wie man mit Standard- und Dealbreakern arbeitet. Als Hauptproblem, was ich immer wieder sehe, ist, dass ihr nicht streng genug seid. So. Und ja, das wollen wir hier mal wieder analysieren. Wenn du auch solche E-Mails schicken willst, kannst du bei einem Formular auf liebeschipp.de machen. Also, ich denke, es ist eine Schreiberin. Hallo Christian, habe ich was übersehen in meinem neuesten gescheiterten Dating-Prozess? Du begleitest mich seit einem Jahr. Ich habe einige Kurse bei dir belegt und finde, ich habe sehr viel über mich, meine Beziehung und richtiges Daten gelernt. Bei den ersten beiden war ich, seitdem habe ich dich und deine Arbeit kenne, habe ich 3 Dating-Anbahnungen. Bei den ersten beiden war ich sehr minus, beziehungsweise fiel mir echt recht leicht, bei den immer häufiger auftretenden Anzeichen von merkwürdigem Verhalten der Männer den Rückzug anzutreten. Jetzt habe ich ganz frisch vor 2 Wochen über Online-Dating einen Mann kennengelernt. Ja, also dafür sind ja auch die Videos da. Ich sage mal, zieht euch die Kurse rein. Hier wird wieder Knochen gekaut. Zieht euch die Kurse rein, dann sind die Videos Anwendungsbeispiele, weil das ist dann immer noch, dass man noch ein bisschen Zeit braucht, bis man das so richtig umsetzt und sich auch nicht mehr keine Gedanken drüber macht. Das dauert halt, ne? Ist auch eine Übungssache dann. Jetzt habe ich, ja, erstes Date war super. Wir sind mit einer Flasche Holunderlimonade spazieren gegangen, haben uns richtig gut verstanden, es wurde gelacht und der Mann hat mich gegen Ende des Dates geküsst. Boah, hört sich ja schon mal super an, alles richtig schön. Mir sind keine roten Flaggen aufgefallen. Ja, man kann immer nur so weit gucken, wie du jemanden datest, immer bis zum nächsten Date. Das ist auch so eine Maßnahme gegen Liebessucht, dass man immer so von Date zu Date, oh Mann, ey, was, das ist ja Wahnsinn, was der Hund für eine Geräuschkulisse immer veranstaltet. Aber gut, man kann immer nur von Date zu Date gucken und da muss man halt sehen, was Phase ist. Und so lernt man jemanden kennen, ne? Okay, er hat 2 Kinder von 2 verschiedenen Frauen, aber die Beziehung ging jeweils, ja, nach vielen Jahren in die Brüche. Er hat kein einziges böses Wort über die Ex-Partnerin erzählt. Es klang alles ziemlich gut, als würden wir gleiche Vorstellungen von Leben und gleiche Werte haben. Er wäre am liebsten direkt zu mir hoch, am gleichen Abend, aber das wollte ich nicht. Ich war definitiv schon ein bisschen verknallt und hatte den Eindruck, es ging auch von ihm aus. Am nächsten Abend kam er zu mir und wir saßen nur auf der Couch und haben uns unsere Lieblingsmusik vorgespielt und ein bisschen geknutscht. Er hatte auch viel Intimes von sich preisgegeben, zum Beispiel krasse Erlebnisse mit Familienmitgliedern. Also eher so traurige, emotionale Sachen, die man eigentlich nicht jedem erzählt. Nach dem Date hatte ich ein bisschen Angst, dass er mich in die Friendzone packt, weil das Knutschen eher von mir ausging. Ja, also was man hier jetzt sieht, ist, dass du vielleicht schon so ein ganz klein bisschen ins Plus rutscht irgendwie. Aber gut, das würde jetzt auch, das allein würde jetzt nicht viel heißen. Ich fühlte schon so eklige Verlustangst aufkommen. Das ist kein gutes Zeichen, ne? Also, jetzt kannst, das ist ja auch, guckt euch gerne mal auch den Verlustangstkurs dazu an. Das ist, ja, ich hatte nie einen Kurs gehabt, der so viel gebucht worden ist am Anfang. Also, hängt eigentlich auch viel vom Date ab. So ein Date kann sofort, ohne dass man genau weiß, wie, so eine Atmosphäre kreieren, wo du anfängst, ein bisschen obsessiv zu werden. Das ist kein gutes Zeichen. Natürlich ist so ein bisschen Unsicherheit normal. Auch gesunde Beziehungen fangen mit ein bisschen Unsicherheit an, ne? Aber wenn du jetzt vor allen Dingen dieses Adjektiv, ist es, glaube ich, eklig benutzt, ja, geht das, läuft das hier schon so ein bisschen aus dem Ruder, so, ne? Aber das sind natürlich alles keine harten Fakten, das weiß ich natürlich auch, ne? Zum Glück mache ich da einen Kurs, also vermute mal einen Verlustangstkurs, und dieses Gefühl hatte ich schon seit einem Jahr nicht mehr, weil ich die beiden anderen Männer nicht so toll fand, denke ich. Ja, klar, je wichtiger einem das ist, umso mehr kommt man durch den Stress, ne? Das ist natürlich auch ein Punkt. Ja, Leute, also ich will jetzt nicht sagen, Leute nicht toll finden, du darfst sie natürlich toll finden, aber Leute nicht mehr auf dem Podest stellen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Einfach sagen, hey, das ist,
Just the next date. Es ist niemand Besonderes. Es ist einfach, wir gucken, ob es passt. Es ist einfach ein anderer Mann. Wir gucken, wie es weitergeht. Gucken, was wird. Und also diesen ganzen Kram da rauszunehmen oder ist jetzt was ganz Besonderes, das sind keine guten Gedanken, ne? Die fördern halt sehr so Liebessucht. Du kennst ihn ja auch wirklich nicht, ne? Was weißt du schon über ihn, ne? Aber gut, bis hierhin keine richtigen Fakten, außer komische Gefühle. Wobei das auch schon manchmal eins der wichtigsten Zeichen ist. Ich dachte, ich zeige einfach Flagge und lasse ihn wissen, dass ich ihn wirklich gut finde und ihn gerne wiedersehen will. Er hat mir dann 2 Termine eine Woche später angeboten. Montag vielleicht und Donnerstag auf jeden Fall. Ich meinte, dass beides okay für mich wäre, soll sich einfach melden. Jetzt könnte sein, wenn der nicht auf Beziehungen aus ist, was ja viele Menschen sind heutzutage, Männer natürlich auch, dass ihm das schon zu lange dauert, so, ne? Dass also, dass er ja schon im zweiten war, schon bei dir, kein Sex, scheiße. Das könnte durchaus sein, aber dann hättest du ihn natürlich korrekt aussortiert, dann hast du nichts falsch gemacht oder so. Ich meinte, dass beides okay für mich wäre, soll sich einfach melden. Ja gut, ich bin ja immer der Meinung, weiß nicht, ob du mal einen Dating-Kurs schon gemacht hast, keine Vielleicht-Dates. Ich würde auf Vielleicht-Dates würde ich nicht eingehen, so wenn es kein festes Date gibt. Dann sagst du, dann lässt du es nicht offen, sondern du sagst, melde dich, wenn du genau weißt, wann du Zeit hast. So, ne? Keine Vielleicht-Dates machen, das ist eine ganz wichtige Regel. So, weil dann ist, bei Vielleicht-Dates besteht immer die Gefahr, dass man schon zur Verfügung gestellt wird und dass man keine Priorität ist. So, ne? Schauen wir mal, ob sich das jetzt hier so ausspielt auch. Montag meldet er sich, dass er es nicht schafft. Okay. Ich hatte an dem Abend selber so viel zu tun, dass es mir eigentlich ganz recht so war. Donnerstag sollte aber als Termin stehen. Ich sollte zu ihm kommen, sein Sohn zwar da, es wäre aber kein Problem, wenn er erstmal im Bett sei. Dann keine Nachricht mehr. Donnerstagmittag fragte ich dann mal nach, wie es denn sei, wann ich kommen soll. Okay. Er meinte, er weiß es noch gar nicht. Er meldet sich später. Also das ist der Punkt jetzt, also bis hierhin hast du meiner Ansicht nach nichts, gar nichts falsch gemacht, wirklich gar nichts. Also alles gut und hier wäre dann der Punkt, egal wie hot du ihn findest, zu sagen, ich habe das früher auch zu hart gefunden, aber das ist meine ganz ehrliche Meinung, sobald jemand nicht das macht, was er gesagt hat, er hat gesagt, Donnerstag auf jeden Fall, sobald jemand in so einem frühen Dating-Prozess da ausschert und macht nicht, was er gesagt hat, hat mir mein Coach damals auch gesagt, sofort abschießen. Und ich fand es damals hart, also damals fand ich es hart, mittlerweile finde ich es einzige Art, wie man durch diesen Irrsinn durchkommen kann. Sofort abschießen. Macht nicht, was er sagt, das war's. Das ist maximal Freundschaft plus, aber da du ihn gut findest, bietet sich das auch nicht unbedingt an. Und ist raus, fertig. Ne? So sortierst du alle Pflaumen aus, die sich nicht festlegen können. Warum auch immer, ist das scheißegal. Mir ist das auch egal, ob das der neue Trend ist, dass ich niemand mehr festlegen kann. Dann ja, dann sollen die halt alle untereinander spielen. Ich will da nichts mit zu tun haben, so, ne? Das ist meine Meinung, ne? Gibt ja auch keinen Grund jetzt hier, ne? Ist einfach, ja. So. Er meint, er weiß es noch gar nicht. Er meldete sich dann aber später. Er freue sich, mich zu sehen. Er könnte mir leider aber nur ein Zeitfenster von 2 Stunden einräumen. Ah, ja, gut. Mhm. Ja, warum? Warum? Wo ist die Begründung? Warum sagt er das jetzt? Warum sagt er das nicht von Anfang an? Aber das ist genau, das war, vielleicht ist das wieder ein Beuteschema, die Leute, die vielleicht bindungsängstlich sind, nicht sich festlegen können, nicht richtig verliebt sind und schon fängt man wieder an hinterher zu laufen, anstatt dass man die datet, die einen wollen, richtig so, ne? Also Zeitfenster, super. Mir war das wieder selber recht. Ich hatte die Tage vorher wenig Schlaf gehabt, also okay, kein Problem. Okay, aber irgendwie finde ich das komisch. Zwischen, ja, jetzt 2 Zeiten hier am Abend, da fragt man sich ja schon, okay, dann liest mal vor. Zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr. Ich kann euch nur sagen, Leute, wenn es irgendwie anfängt, komisch zu werden, das könnt ihr vergessen. Ich kann auch nichts dafür, dass man so viele Leute daten muss manchmal. Ihr könnt es vergessen, wirklich. Ihr könnt es vergessen. Ne? Was ist das für ein Date? Ich meine, ein Date ist,
Ein Date ist eine mit Spaß geladene Atmosphäre, die in Sex enden kann, theoretisch. Wo kann die in Sex enden, wenn du um 8:30 verschwinden sollst? Vor allen Dingen, warum? Kommt dann die nächste oder was? Also ich, mittlerweile würde ich von allem immer ausgehen, so, ne? Also fragt man sich schon, was das für ein merkwürdiges Zeitfenster ist. Absolut. Ich fragte ihn das auch. Er habe einen Telefontermin mit dem ungarischen Polizeiminister, mit einer Freundin, die gerade krasse Probleme mit ihrem Partner hat, mit dem er auch befreundet sei. Er habe ihr diesen Termin, sorry, das ist, stellt euch mal vor, ihr habt ein Beyoncé oder was weiß ich, irgendein Konzert, ihr habt eine Karte für 500 € gekauft. So, meint ihr, da ruft jetzt irgendeine Freundin an oder so und dann geht ihr nicht auf das Konzert, weil ihr gerade an dem Abend mit der Freundin reden wollt über ihre Beziehung? Nee, garantiert nicht, ne? Das heißt, du bist unwichtiger als irgendeine Drecksfreundin, ey, sorry. Und mit der auch einen Tag später reden kann, ne? Und vor allen Dingen, warum telefoniert er nicht gleich mit ihr? Und oder er kann ja auch sagen, du, ich rede mal kurz mit ihr, du kannst ja da bleiben, kannst das Bett schon mal anwärmen oder ich weiß nicht was, also aber das zeigt einfach, niedrige Priorität und das wollen wir hier nicht mehr, ne? Und das ist einfach, auch, mal ganz ehrlich, der will dich daten. Ne, der will dich in die Kiste kriegen und dann, hier hast du ein Dreckszeitfenster und dann muss ich mit dem, dem Bruder vom malaysianischen Konsulat, dem seine Schwester und dem der Spielkamerad und dem die Lehrerin, die haben gerade irgendwelche Probleme. Ja, was sagt das? Du bist komplett unwichtig und solche Menschen willst du nicht mehr daten, ne? Was das auch immer für ein Spiel sein soll, kann ich dir auch nicht sagen. Ich glaube, wahrscheinlich finde das ganz normal und da bringt auch Reden nicht viel. Das ist einfach für den Arsch, wirklich. So, er habe ihr diesen Termin halt angeboten, weil sie erst so spät von der Arbeit käme. Ja, mit ihr gibt er sich Mühe, mit dir nicht. Und manchmal machen das auch Leute einfach aus Spaß, weil sie, weiß nicht, anderen wehtun wollen, unbewusst. Ich habe keine Ahnung, sowas gibt es alles, ne? Weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall Standards und Dealbreaker. Er ist raus, fertig, ne? Das fand ich schon ein bisschen blöd, vor allem erinnert mich an vorherige Freunde, die immer Zeit für alle hatten. Genau, nur für mich nicht. Ja, und das ist das Muster, wo du raus willst, ne? In Klammern Helfersyndrom und Bindungsangst zu vertuschen. Ja, das wollen wir ja nicht mehr, dieses Analysieren von anderen Menschen. Einfach, entspricht das so, wie du dir den Dating-Prozess vorstellst? Nein, weg. Ende Gelände, hat seine Chance gehabt, fertig. Ich habe mir aber auch gedacht, dass es einfach nur eine doofe Ausrede sein kann, um mich quasi auf jeden Fall nach 2 Stunden rausschmeißen zu können. Ja, aber willst du so jemandem deinen Körper anbieten? Sorry. auf jeden Fall war es eine sehr dramatische Geschichte mit dieser Freundin. Müssen wir eigentlich nicht erläutern hier. So, jetzt machst du meiner Ansicht nach. Also ob das jetzt ein Fehler ist, musst du wissen, das würde ich nicht empfehlen. Bei diesem dritten Treffen bin ich zu ihm nach Hause gefahren und wir haben Hauch Hallenheimer gespielt. Was heißt das? Er kann dich komplett, das ist jetzt, wo man wirklich üben muss. Das heißt, er kann dich schlecht behandeln und du belohnst ihm das noch mit Sex. Das würde ich nicht machen. Wie gesagt, ich habe so viel Scheiße gebaut in meinem Leben. Ich weiß, wie das passiert. Also jetzt überhaupt keine Kritik. Ist einfach nur, also eine Manöverkritik sozusagen. Das würde ich nicht machen. Ich würde sagen, hey, er hat es nicht verdient. Fertig. Da fährst du da nicht hin, ne? Wenn er keine Zeit hat. Und schenkst ihm nicht noch deinen Körper, ne? Das ist jetzt nicht schlimm oder so, ne? Aber das würde ich nicht machen, ne? So. Also alles supi, ich bin dann um 21.30 Uhr nach Hause, meinte noch zu ihm, dass es für sich mich komisch anfühlt, jetzt so direkt danach nach Hause zu gehen. Ja, ja, aber das hätte man, ja, sei pickiger, sei strenger, sei viel kälter, das ist wirklich mein Rat irgendwie, ne? Boah, kann dich mal, so mach, räum mir gerade mal Zeit ein für eine schnelle Nummer, du bist raus, fertig. Kein Bock, ne? Das würde ich in Zukunft vermeiden. So, dann sagt er, ich soll damit klarkommen. Ja,
weiß nicht, ob du schon auf Typ Bad Guy stehst oder so, aber ich meine, er kann eigentlich machen, was er will. Und die Netten datest du womöglich nicht, ne? Und die, den läufst du jetzt, den mietest du alles an, ne? Obwohl er sich 0,0 Mühe gibt. Das ist auch für nette Männer so frustrierend, sowas mitzukriegen, ne? Also da musst du vielleicht nochmal ein bisschen Feintuning machen. Aber irgendwie im Nachhinein ist das schon daneben von ihm gewesen, oder? Ja, absolut. Ich war aber gut drauf, schön Dopamin, oder? Ja, aber warst du gut drauf, weil der Abend jetzt so schön war oder weil du irgendwie doch wieder so ein bisschen dein Muster bedient hast? Das fühlt sich ja manchmal auch gut an. So. Ich schrieb am nächsten Morgen, er antwortete mittags, sei ein schöner Abend gewesen. Mittags, also nachdem ihr SCX hattet. Ey, Leute, seid ihr, ihr dürft viel strenger und eiskälter sein. Wirklich, hört auf damit, ey, echt. Danach nichts mehr. Ich habe mich dann heute nach 4 Tagen Funkstille aufgemacht, ihm zu texten, ob er den Pläne habe, ob er mich wiedersehen will. Nee, sonst hätte er sich ja wohl schon gemeldet. Lauft ihm noch nicht hinterher und dann es endet dann in sowas womöglich, dass er sich 0,0 anstrengen muss für Bettsport und du bist wieder im alten Muster. Also da, das ist so dieses Feintuning, da einfach eiskalt sein Ding durchzuziehen, fertig, ne? Ich wollte einfach Klarheit. Ja, das kann ich auch verstehen. Meine Verlustangst war schon gut angeträgert. Gleichzeitig wollte ich ihm auch den Ball zu spielen, ein Date ausmachen. Er hat sich nicht gemeldet. Nach 4 Tagen, wo ihr in der Kiste wart, der Typ ist raus. Du bist viel zu nett. Wirklich raus. Weg damit. Ende Gelände. Ich werde doch nie was anderes sagen. Ich lebe es oft, ich werde zu hart. Mir ist das scheißegal. Ich finde, man kann nicht anders durch dieses Leben gehen, wenn man selber ein sensibler Mensch ist. Du wirst niedergemacht. Das ist so. Du kannst nicht mit so wenig Grenzen durchs Leben gehen, so, ne? Nun hat er geschrieben, tut mir leid. Es tut mir so leid. Aber am Wochenende ist irgendwas ganz Dramatisches passiert, was er mir aber nicht sagen kann. Hui, ist in China ein Sack Reis umgefallen, womöglich. Wir wissen es nicht. Und er will und kann mir leider keine Zeit einräumen. In the fucking face, ne? Boah, ey. Schlimm. Und sowas würde ich euch gerne allen helfen, dass ihr das vermeidet. Und früh genug einfach sagt, nee, oh, boah, bin hier raus. Selbst wenn ihr denkt, wir verpasst irgendwas. Next. Gibt immer einen neuen Mann, ne? Es tut ihm sehr leid. Boom. Jetzt bin ich irgendwo zwischen Weinen und Lachen. Ja, es ist gut, dass du es so locker siehst. Einfach, wird es einfach als Erfahrung sehen. Abhaken. Das ist der Weg, ne? Weil es schon wieder genau dem alten Drehbuch abgelaufen ist. Drama und so weiter. Der Hamster ist gestorben, was ganz schlimm ist. Kann ich drüber reden. Ja, aber das ist normal. Das ist, vielleicht hast du es 2 Dates vorher super gemacht. Jetzt beim 3. bist du ein bisschen auf die Fresse geflogen. 2 Schritte vor, 1 zurück. Völlig normal. Lernen, abhaken, härter werden, weitermachen. Was ist das denn? Ich bin traurig, weil ich den wirklich gut fand. Ja, uninteressant. Vielleicht ist immer noch ein bisschen ein altes Muster. Ihr müsst außerhalb eures Musters daten. Ihr kommt da nicht drum herum. So. Ja, ich hatte sowas wie Verliebtheit und Hoffnung gespürt, hatte gehofft, dass mein Bauchgefühl, angetriggerte Verlustangst nicht stimmt, sondern es einfach Angst ist. Ich fühle mich bescheuert, weil ich mit ihm ins Bett gegangen bin. Ach komm, das muss ich doch nicht bescheuert fühlen. Das ist, mein Gott, das ist ja jetzt nichts Unnatürliches. Passiert halt, abhaken, härter werden. Bringt jetzt nichts. Das what's done is done, ne? Guck nach vorne. Wenn du dir zu viel Gedanken machst, kannst du mal einen Glückskurs reingucken. Da geht es auch viel darum. Ich habe Hoffnung, weil meine Anbahnungen im letzten Jahr von 5 Monaten auf 3 Monate auf nur mal 2 Wochen runtergebrochen sind, bevor es jemals zum Cut kam. Das ist fucking Fortschritt, Leute. Das ist großartig. Und dann kann ich euch mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, werden andere Menschen kommen, ne? Heißt das, es kommt jetzt der Richtige? Also ich kann es natürlich nicht sagen, wann, aber häufig ist das der Punkt, wo auch mal andere Menschen kommen, ja. Aber ja, ich weiß es natürlich auch nicht.
Aber habe ich jetzt einfach schon wieder keinen Bock mehr, was ist das denn für ein absurdes Spiel? Ach komm, weitermachen. Ehrlich gesagt, ein bisschen, also Zeit ein bisschen durchschnaufen und dann weitermachen. Ehrlich gesagt, erinnert mich der Mann sogar an den Mann meiner letzten Beziehung. Ja, da glaube ich dir sofort. Du weißt ja, wo es herkommt dann. Der auch so nach 2 Wochen Honeymoon auf einmal mit so einer Dramageschichte um die Ecke kam und nicht mehr mit mir zusammen sein wollte. Das ganze toxische 15 Monate. Die beiden sind sehr ähnlich vom Typ her. Ja, so ist das halt. Also kann ich nicht fassen, dass es kann doch nicht wahr sein. Das dauert. Das ist auch selbst wenn ihr die Kurse macht, müsst ihr es immer wieder üben im Alltag. Weil man fällt immer wieder rein auf dieses alte Dating-Muster. Das ist echt. Aber es geht. Es geht. Soll ich weinen oder lachen? Ja, kannst ja beides machen. Ich kann das jetzt noch nicht direkt jeden aussortieren, der vom Typ her ähnlich einmal eine Ex-Freundin ist. Doch, genau das kannst du. Und es werden immer noch genug Männer übrig bleiben. Genau das kannst du. Habe ich irgendwas übersehen? Ja, so ein bisschen schon, glaube ich, aber das ist halt der Weg, ne? Abhaken, fertig. Exakt. Das ärgert mich so, dass ich scheinbar null Kontrolle über dieses Thema habe. Leute, wir haben insgesamt null Kontrolle über das Leben. Wir denken immer nur, wir hätten Kontrolle und dann passieren absurde Sachen. Wir haben keine Kontrolle, das ist so, ne? Ja. Ich bin in den 40ern, habe tolles Leben, liebe meinen Beruf, bin attraktiv, habe super Hobbys, gehe viel aus, lerne dauernd Leute kennen, aber nichts passt zum Mäusemelken. Das Leben ist ein fucking Irrsinn teilweise, aber es ist, wie es ist. In diesem Sinne, macht die Kurse, Spring 22, 22%, wir sehen uns bald wieder, ciao, ihr Lieben.